So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Hier steht nämlich ein Glas Wasser. Da ist der Adi mit dem Brautschleier. Adi Schatz! Adi Schatz! Das brauche ich jetzt. Ich möchte nämlich was ganz Besonderes testen und kosten. Und möchte mir jedes Mal danach meinen Mund ausspülen. Wir haben nämlich hier diese super Stikados von Aoste. Kennt ihr Aoste? Ich habe immer Acosta gesagt. Da hieß es, wo ist denn da bitte ein K? Da ist gar kein K drin. Das sind Aoste Stikados. Und ich habe alle Sorten, alle Stikado Aoste Sorten hier auf diesem Tablett. Das ist für Thumbnail, möchte ich das mal hochhalten, dass man das mal sieht und daraus dann ein Thumbnail macht. So, Adi kurz geguckt. Jetzt schieben wir die alle mal zur Seite, packen das Tablett weg und jetzt werden wir uns da mal durchwühlen durch die einzelnen Sorten, gucken, was das alles ist, wie das alles schmeckt. So, Adi randaliert. Das packe ich mal hier hin. Ich will nämlich mal mit dem normalsten anfangen, was es gibt. Denn das Normalste, was es gibt, ist Classic. Das ist das Gelbe. Das Gelbe ist ganz normaler Aoste Stikado Spezialitz Original Classic luftgetrocknete Salami Sticks. Circa 6 bis 7 Stück. Für Feinsnacker. Original französische luftgetrocknete Mini-Salamis. Muss man da jetzt irgendwas Bestimmtes vorlesen oder nicht? Also was ist das? Ich weiß es nicht. Ist es Hühnchen? Ist es was anderes? Ich mache mal hier ein Stück auf. Da kann man immer reinschnüffeln. Die riechen auf jeden Fall sehr gut, ja. Adi, nein! Adi, ich muss dich wegtun, wenn du es so hier rummachst. Das sind doch nur Stikados. Das ist doch nichts Besonderes. Die haben immer so ein bisschen Edelschimmel drumherum. Da wollen wir jetzt mal eins probieren. Natürlich aus Schweinefleisch das Ganze. Die schmecken an sich ganz gut, aber das geht, glaube ich, noch besser. Haben halt einfach nur so eine Salaminote mit ein bisschen so einer Schimmelnote dabei, durch diesen Edelschimmel, der da rumfliegt. Ist wurstig, ist intensiv. Aber an sich jetzt auch nicht so besonders. Denn es gibt neben den Schweinchen, gibt es auch die Stikado, die Orangen. Und das sind die Hähnchen. Pulitkipchigen Hähnchen. Mit Hähnchenfleisch. Die werden wir jetzt aufmachen. Die riechen irgendwie noch intensiver, noch brutaler als die anderen. Die sind auch komplett weiß. Vielleicht ist bei dem ersten schon einfach alles abgefallen. Ich weiß es nicht. Die sind komplett weiß. Probieren wir mal Hähnchen, ob das intensiver ist als das Schwein. Boah. Ja, ist auf jeden Fall tausendmal härter. Du kannst das kaum kauen. Das ist ja wie ein, weiß ich nicht, ist übelst fest und trocken. Also ich kann ein eindeutiges Resümee ziehen. Wenn ich die Classic und die Hähnchen habe, dann eindeutig die Classic. Weil die haben für mich trotzdem einen besseren Geschmack und die sind auch irgendwie leichter. Das Hähnchen hatte gefühlt weniger Geschmack, war knüppelhart, mega trocken. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach schon seit 100 Jahren abgelaufen, aber Hähnchen generell ja immer ein bisschen trockener. So, kommen wir mal zur dritten Sorte. Das sind die Grünen. Die Grünen sind Stikado Neux Walnoten Walnut Walnuss. Auch wieder Walnuss mit Schwein. Ja, 14% Walnüsse. Wieder Schwein. Zum normalen Classic jetzt noch eine Nussnote dazu. Kann die was? Ist die besser? Zieh dir das Schwein voran wieder. Die sind wieder nicht so weiß.
Die sehen wieder einfach nur aus mit lauter kleinen Fettknubbel drin. Also Hähnchen komplett weiß. Jetzt mal mit Walnuss. Alles Schatz. Alles Gute. Alles Gute. Okay, Walnuss, du hast eine ganz leichte nussige Note, aber nur wahrscheinlich, weil ich weiß, dass es Walnuss ist, sonst würde ich gar nicht merken, dass es eine nussige Note ist. Schmeckt nämlich statt nussig einfach nur irgendwie ein bisschen muffig. Lässt sich viel besser essen und kauen als das Chicken, als das Hähnchen, aber da finde ich geschmacklich Hähnchen sogar irgendwie noch angenehmer als Walnuss. Ich kann das immer sortieren, dass ich dann weiß, welche die beste war. Walnuss gefällt mir irgendwie gar nicht. Das schmeckt irgendwie muffig, das ist weich. Weich ist schön, aber der Geschmack, mit dem kann ich leider nicht so viel anfangen. Hähnchen, trocken, fest, komisch, aber schmeckt nicht so muffig. Deswegen auf Platz 2, Klassik. So, Hammer, was haben wir noch? Wir haben Brie. Achso, ich muss noch trinken. Wir haben Brie, hier erwarte ich jetzt einiges. Eine schöne Salaminote und eine Käsenote. Luftgetrocknete Salami-Sticks mit Brie. Auch hier auf dem Bild vorne zu sehen. Müsste auch wieder Schweinefleisch sein, genau. Mit 5,4% Brie-Käse. Zieh mal auf, riech mal rein. Da kommt eine Käsemuchte raus, ich sag's euch. Das ist vielversprechend. Da ist bestimmt viel Geruch und Geschmack dran. Wirkt auch irgendwie kleiner als die anderen, nicht so lang, aber mal Brie testen. Also besser als Walnuss, besser als Chicken. Würde ich aber auch nicht erkennen, dass das jetzt unbedingt eine Käsenote sein soll. Das wirkt irgendwie total salzig auf einmal. Statt Käse schmeckt es eher nach Salz. Legt sich richtig auf die Zunge. Ich glaube, das ist mir sogar ein bisschen zu speziell, dieser Geschmack. Ich würde immer noch die Classic favorisieren, ordne es aber vor den Hühnchen ein, weil es sich besser essen lässt und wenigstens Geschmack hat. Dann haben wir noch 3 Sorten übrig. Aoste, die Sorte des Jahres. Sticcato, hoher Proteingehalt, neueste Jambon. Luftgetrocknete Salami mit 75% magerem Schinkenfleisch. Also nicht nur Salami, auch Schinken. 75% Schinkenfleisch. Kurz mal hier. Aber jetzt ziehen sie auf, wir riechen rein. Wir riechen irgendwie wie so Brausetabletten. Wenn du dir so eine Multivitamin-Brausetablette in Wasser auflöst, so riecht das dann. Oh, die sehen aber richtig gut aus. Die sind auch wieder komplett weiß, käseweiß, wie Hähnchen. Ich hoffe nicht genauso trocken und hart. Was ist das? Neueste Jambon. Mega trocken, knüppelhart. Ah. Okay, die Sorte des Jahres mutiert zur Enttäuschung des Jahres. Lässt sich genauso schlecht essen wie die Hähnchensticks. Auch trocken, auch knüppelhart. Der Geschmack, ja, ist an sich vielleicht okay. Deswegen nicht so schlimm wie Walnuss. Aber weil es die Enttäuschung des Jahres ist, würde ich sogar lieber die normalen Hähnchen dann bevorzugen, anstatt hier diese mit dem Schinkenfleisch. Kommt bei mir hier auch weg. Also nicht so gut abgeschnitten. 2 Sorten sind immer noch übrig. Jetzt kommen die scharfen Varianten. Wir haben nämlich einmal Aoste Sticcato in der Biganto-Version. Luftgetrocknete Salami-Sticks mit Paprika. Extra würzig. Paprika. 3% Chili. Okay. Da ist nicht so viel. Ich glaube, wenn ich solche Sticks immer gekauft habe, habe ich ja immer Pikante genommen oder mit, boah, mit irgendwelchen scharfen Sachen drin. Die haben auf jeden Fall bis jetzt den besten Geruch. Die riechen schön würzig, fleischig, intensiv.
mega lecker. Das ist hier eine Zebrawurst. Guckt euch das an. Das wechselt immer zwischen weiß und nicht weiß. Ich hoffe, die schmecken jetzt richtig, Babo. Also sind würzig, sind mega fettig, sind ein bisschen pikant. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen scharf, aber durch dieses Pikante hebt sich es nochmal von der Classic ab, gibt nochmal ein bisschen extra Geschmack obendrauf, ist auch super soft, also das kannst du richtig gut kauen, richtig so snacken für zwischendurch. Reißt dir nicht alles auf, ich finde es lustig, hier steht wieder 7 Stück. Bei den anderen steht 6, bei den anderen steht 6 bis 7, gibt es da nichts Einheitliches. Das ist bis jetzt meine Lieblingssorte, obwohl ich sagen muss, so extrem begeistert bin ich davon jetzt auch nicht. Ich habe die irgendwie anders in Erinnerung. Aber es gibt ja so viele Hersteller, die solche Salami-Sticks herstellen. Da reichen vielleicht sogar die ganz normalen, ja, Rewe-Dinger. Es muss gar keiner aus das sein. Aber wir haben ja immer noch eine Sorte übrig. Und die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, noch nie gehabt. Wir haben nämlich noch diese rote Packung. Bisher war noch keine rote dabei. Das ist vielleicht Weinrot, aber das ist richtig rot, ne? Vielleicht ist das auch was ganz anderes. Das ist nämlich, hier oben steht schon Hort. Und hier steht Sticcato Hort Chili. Luftgetrocknete Salami-Sticks, würzig, scharf. Würzig, scharf. Extra würzig und würzig, scharf. Da ist schon mal fein hochgepokert. Mit 0,07% Chili. Die können also eigentlich gar nicht scharf sein. Die mache ich jetzt auch mal auf. Ich schnüffel hier rein. Ja, riechen gut eigentlich. Die davor haben besser gerochen. Also der Geruch hat mir dort besser gefallen. Aber vielleicht, weil das eben eine Paprikanote war und das hier eine Chili-Note. Chilis riechen halt nicht so intensiv. Chilis schmecken intensiv, aber riecht nicht so intensiv. Ja, wie riecht denn dann Paprika? Ne, auch nicht. So, haben wir wieder eine raus. Das könnte mal eine Zebrawurst werden. Das ist die letzte Hort Chili. Die probieren wir jetzt. Eigentlich müsste man alle nehmen und in die Carolina Reaper Soße reintunken und dann sind alle scharf. Aber jetzt mal hier so. Okay, ich trinke noch mal einen Schluck. Und für mich steht der Sieger fest. Hot Chili, wer hätte es gedacht. Aber nicht, weil ich so ein Schärfe-Fan bin, sondern generell geschmacklich bietet das einfach am meisten. Ich würde nicht mal sagen, ja, weil die anderen nicht scharf sind, schmecken sie nicht. Die anderen schmecken halt nicht, weil sie nicht so schmecken. Das ist für mich trotzdem besonders. Das hat eine richtig gute Konsistenz, das lässt sich richtig gut essen. Da ist nichts Muffiges dabei, da ist nichts Hartes dabei, da ist nichts Trockenes dabei. Da ist was Würziges, das intensiver Geschmack. Das vereint eigentlich alle positiven Dinge in einem. Und im Gegensatz zu dem Pikant hier, Picando, merkst du bei Hot Chili auch Schärfe. Aber darauf kam es mir jetzt wirklich nicht an. Die finde ich also am besten. Ich werde nochmal meinen Rest austrinken, dann kann ich euch nochmal zeigen, vom schlechtesten bis zum besten, kurz die Packungen. Also drehe ich euch nochmal um. Das ist der Verlierer, der kann gar nichts, Sticcato Walnuss. Ne? Wenn ihr das kennt, schreibt es mal rein, wie ihr den findet. Dann hat man das Noix de Jambon mit hohem Proteingehalt. Das kam davor, weil es nicht so muffig war, aber trotzdem mega trocken und mega hart. Genauso hart wie diese Hähnchen, aber nicht so komisch. Ne? Deswegen Hähnchen immer noch davor, war nicht die Enttäuschung des Jahres, sondern man wusste ja schon, dass Hähnchen trocken ist. Brie, habe ich mich gefreut auf Käse, war aber jetzt irgendwie eher salzig. Dann die Klassik, die irgendwie ohne viel Schnickschnack immer noch weit vorne mitspielen, fast mit am besten sind, die nur übertrumpft werden von Picando. Dadurch, dass du eben ein bisschen mehr Geschmack hast, ein bisschen würziger unterwegs bist und am besten dann die Hot Chili, die in allen Bereichen, in allen Punkten einfach best abgeschnitten haben. So, gibt's noch irgendwelche Sorten, die hier nicht dabei waren, die ihr aber kennt? Kennt ihr noch aus der Sticcato-Sorten?
die nicht im Video zu sehen waren, dann schreibt es mir in die Kommentare. Kennt ihr Aostos Dicado? Was ist eure Lieblingssorte? Schreibt's auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.